Jo und herzlich willkommen zum Secret Room diese Woche. Es kommt halt mal, weil wahrscheinlich keine normale Fly-Folge ist. Das weiß ich noch nicht hundertprozentig, weil ich entscheide sowas immer spontan. Ich entscheide eigentlich alles spontan, von daher kann man sich auf nichts verlassen, was ich vor einer Stunde noch gesagt habe, weil es kann sich schon wieder geändert haben. Jedenfalls nehme ich jetzt ein Secret Room auf. Haben wir letzte Woche schon gemacht, leider. Genleiter DC, alle rausgeflogen, war nicht so nice. Ja, wird jetzt aber wohl kaum nochmal passieren, weil die Chance, also ich zumindest habe in letzter Zeit echt fast gar keine DCs. Also entweder schließt sich das Spiel komplett oder ich habe einfach keinen DC. Aber so ganz normale DCs mit Verbindung zum Server unterbrochen, also außer das Internet weg. Ich meine, natürlich kommt dann Verbindung zum Server unterbrochen, aber jetzt so ganz normale DCs, wie ich sie früher oft hatte, auf Devos vor allem, früher sehr, sehr oft hatte. Gar nicht mehr. Ja, liegt natürlich daran, dass ich seit ja, November eine ziemlich gute Internetleitung habe und deswegen sowas wie, wenn das Internet mal ziemlich schlecht wird, so ein leichter DC kommt, sehr unwahrscheinlich ist, aber ja, auch einfach so habe ich einfach eigentlich keine DCs mehr. Wenn, dann schließt sich das Spiel einfach so, was eigentlich viel beschissener ist, aber naja, ich meine, das passiert auch nicht so häufig. Also von daher sollte das jetzt, die Chance, dass es das nochmal passiert, ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist sowieso noch nie passiert, also mir, also als ich dabei war, ist es zumindest noch nie passiert. So, jetzt spawnen hier gleich die Kackviecher. Ja, perfekt. Da ist schon die erste. Lol. What the fuck? Ich liebe es, wenn es so verbuggt ist am Anfang. Ah ne, es sind diese Kackviecher, die kann man nicht gescheit anklicken. Oh Mann, ich hasse das. Ah. Egal. Wir haben wieder keinen Gegner, das heißt im Endeffekt ist das einfach nur ein Run for Fun, könnte man es nennen. Ja, doch ist es. Also ja, ich meine, wir haben keine Gegner, also wir killen jetzt einfach die 100 Viecher in allen Gängen halt. Und dann müssen wir den Lucifer platt machen, aber ja, wir haben 2 Stunden Zeit. Also wenn man keinen Gegner hat, hat man 2 Stunden. Das ist, also das schafft man sogar mit Level, keine Ahnung. Oder naja, gut, Level, das ist ein bisschen blöd zu sagen. Sogar mit schlechtem Equip schafft man das. Also wenn man zu dritt ist oder so, würde man es schaffen ohne Gegner, also easy peasy. Naja, genau, ansonsten, ja, wer Secret Room nicht kennt, also ihr seht, man spawnt da einfach in so einem Gang. Jede teilt sich halt auf, bestenfalls, also immer so 2 Leute pro Gang. Oder wenn einer richtig gut ist, richtig viel Damage macht, dann auch einer alleine in dem Gang. Alter, ich kann die Kackviecher nicht anklicken, das ist unglaublich. Diese dämlichen Catsies. Von diesen größer als die normalen Catsies und die kleinen kann ich besser anklicken. So. Naja, und im besten Fall ist hier jemand AFK, das ist natürlich mega nice. Okay, hat DC. Nice. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, hat ein DC. Damn it. Jetzt müssen wir seinen Gang übernehmen, aber ist nicht schlimm, weil wir sind eh noch nicht irgendwie kurz davor, den Secret Room zu beenden. Von daher ist jetzt ein Gang mehr oder weniger, den wir jetzt machen, auch nicht so schlimm. Ja, jedenfalls, wo wir jetzt stehen geblieben. Also Secret Room markiert halt einfach diese 100 Viecher, dann kriegt man Lucifer und dann kriegt man, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, man kriegt dann die Steuereinnahmen von einer Stadt irgendwie. War das, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß nicht mal, was der Secret Room eigentlich wirklich bringt. Also es ist nur eine Vermutung. Mir hat es mal irgendjemand gesagt, aber ich habe schon seit einer Ewigkeit keinen mehr mitgemacht. Bis auf den von letzter Woche. Aber ich meine, den haben wir eh nicht gewonnen. Von daher ist es egal, was es uns bringt, weil ja, also wir es halt nicht bekommen haben. Und ja, jetzt können wir eigentlich auch einfach stehen bleiben, bis wir zum Lucifer vorgerannt sind. Sind die anderen schon fertig und man wird eh hingetippt, wenn alle 100 Viecher besiegt sind. Seit wir beim letzten Mal nicht bedacht, habe ich die ganze Zeit wie so ein Depp im Kreis gesprungen, dann wurde ich eh hintippt. Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht hintippt, das wäre jetzt die Höhe. So. Ach nee, ganz am Ende ist ja, glaube ich, noch so ein Viech. Also vorm Lucifer ist, glaube ich, noch so ein kleiner Boss, aber den kriege ich nie zu Gesicht, weil ich in meinem ersten oder zweiten Gang war, beziehungsweise bin. Von daher, jo. Schwüppdüdü. Ah, jetzt ist er wieder da, lol. Ach so, man kann übrigens auch, wenn man normal ist, jetzt einfach so, wenn ich jetzt disconnecte, kann ich, glaube ich, wieder reingehen. Bin mir sogar ziemlich sicher, dass man wieder reingehen kann. Oh ne, hier ist echt so ein Viech übrig gewesen. Oh Leute, das hat irgendjemand übersehen. Oh, damn it. Ja, dann ist es natürlich schon gut, nochmal durchzulaufen, wenn es bei 99 stehen bleibt. Genau, da ist er. Ja, man kann wieder reinjoinen, das ist ganz nice. So. Genau, der Wächter muss man erst killen, damit man ihn TP'd. Genau. Deswegen ist es eigentlich, wenn man im ersten Gang ist, ist es echt behindert, da hinzulaufen, weil man schafft es eh nicht in der Zeit bis dahin. Außer es ist halt, wie gesagt, so ein Viech übrig. So. Erstmal fett geroutet, nice. Die Musik ist übelst nice irgendwie.
Ach so, Moment, habe ich noch Battle-Musik? Das müssen wir kurz nachschauen. Nee, tatsächlich ist es die normale Musik vom Secret Room. Lol. Die ist richtig chillig. Ja, wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr mitgemacht. Letzte Woche sind wir genau bei dem Ding, wo du hintippiest bist, rausgeflogen. Wegen dem Disconnect, wie gesagt. So. Ich muss hier unten auf meiner AP schauen, weil ich habe jetzt gerade zweimal gefoodet, obwohl ich Full Life war. Bisschen behindert. Ja, eigentlich wollte ich auch mit meinem Ranger mitmachen, deswegen habe ich so intensiv gelevelt, aber ich habe natürlich keine Amplis benutzt, also bis auf meine Bimbo-Amplis da mit, also diese grünen, wisst schon. Aber ich hatte keine Amplis benutzt, deswegen habe ich jetzt halt nur Level 73 geschafft. Also das heißt nur, ich meine von 44 auf 73 in 2 Tagen und ich habe echt nicht übertrieben. Ich habe jetzt gestern 3 Stunden oder so gelevelt und heute nochmal 4, glaube ich. Und wirklich durchleveln war es jetzt auch nicht, also es war immer mit größeren Pausen und ja. Also wie gesagt, so hartes Powerleveln habe ich nicht gemacht, keine Amplis benutzt, von daher finde ich jetzt Level 73 schon nicht schlecht und eventuell mache ich noch ein paar Level. 75 wäre halt ganz nice wegen dem Luzaka-Bow, ich meine, jetzt habe ich schon 73 gemacht, kann ich auch 75 machen. Und ja, der Luzaka-Bow ist natürlich nochmal wesentlich besser als der G-Bow, wobei ich den G-Bow hier für 50 Mio bekommen habe, das ist gar nichts, also von daher passt es schon. War auf jeden Fall eine gute Investition, der G-Bow, weil Level 15er Baum, wenn ich da noch ein bisschen rumgegurkst wäre, das ja, wäre nicht so gut gewesen. Da hätte ich auf jeden Fall keinen Schaden gemacht. Gar keinen Schaden. Naja. Ja, und dann seht ihr hier schon Lightning Cut 10%. Ich kaufe jetzt 4 Lightning 10%, weil ich habe die ganze Zeit geschaut, ich kaufe 3k W-Coins, aber es hat einfach niemand W-Coins. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, dann scheiß auf die W-Coins, dann kaufe ich mir von meinem Geld, also ihr seht ja hier meine Kohle, 17 Milliarden aktuell noch, etwas mehr. Und davon kaufe ich mir jetzt Lightning 10% für meinen Ranger. Genau. Ja, und das war der Secret Room. So schnell geht das Ganze. Wie schnell war das jetzt eigentlich? Ich habe es hier perfekt vor mir. Wenn man die Anfangsminuten noch mit weglässt, dann 5,5 Minuten ungefähr, oder? Ungefähr? Ja, könnte hinkommen. 5-6 Minuten vielleicht. Ich glaube, bei 1,30 habe ich Aufnahme gedrückt. Noch nicht ganz sicher, aber ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Also dafür, dass ich dabei war und ich meine, mein Damage ist echt nicht so gut. Naja. Ja gut, dann war's das eigentlich auch schon wieder. Ich trade jetzt den Schmuck wieder zurück. Den habe ich mir natürlich rüber getradet, weil ohne den Schmuck mache ich überhaupt keinen Damage mehr. Also ich meine, das ist meine Hauptschadensquelle mit meinem Schwert eigentlich. Von daher wäre jetzt ein bisschen armselig gewesen ohne den Schmuck. Da hätte ich echt keinen Damage gemacht. Aber so ist das natürlich gut gewesen und jo, dann bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.